Hallo, ich bin Klaus Marwede, Unternehmer aus Braunschweig und möchte mich ein weiteres Mal zur AfD heute äußern und wende mich ganz gezielt an die Frauen, die ja auch wahlberechtigt sind am nächsten Sonntag, am 13. März, wenn in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und in Sachsen-Anhalt gewählt wird. Liebe Frauen, ihr habt mühsam gekämpft um eure Gleichstellung und es geht bis in dieses Jahrtausend. 2001 musste Tanja Kreil klagen vor dem Europäischen Gerichtshof, um in einem Kampfverband der Bundeswehr dienen zu dürfen. Heute wissen wir, dass die Frauen in den Kampfverbänden überhaupt kein Problem darstellen. Sie finden niemanden in der Bundeswehr, der irgendein Problem damit hat, dass Frauen dort dienen. Vielleicht finden sie einen, aber sie finden ganz, ganz wenige jedenfalls. Liebe Frauen, Sie haben so mühsam gekämpft um Gleichstellung, Sie können gar nicht AfD wählen. Egal, was Sie sich ansonsten wünschen, Sie können gar nicht AfD wählen und ich will Ihnen das begründen. Baden-Württemberg, Seite 6 des Wahlprogramms der AfD. Frauenquoten, Gleichstellungsbeauftragte und staatliche Propaganda für sexuelle Minderheiten lehnt die AfD rigoros ab. Frauenquoten und Gleichstellungsbeauftragte lehnt die AfD rigoros ab. Man möchte dann noch zu einem Verbot von Abtreibung kommen und dafür eine Volksabstimmung machen, denn so Frauke Petri in einem Interview in der Neuen Osnabrücker Zeitung: Die deutsche Politik hat eine Eigenverantwortung, das Überleben des eigenen Volkes, der eigenen Nation sicherzustellen. Das hatten wir schon mal, ne? Dem Führer einen Sohn gebären. Liebe Frauen, ganz simpel, ganz einfach. Wenn euch eure Gleichberechtigung am Herzen liegt, wenn euch Gleichstellungsfragen am Herzen liegen, dann könnt ihr gar nicht AfD wählen. Ihr macht so viel kaputt. Die AfD macht auf diesem Sektor so viel kaputt, was Errungenschaft ist, was in unserem Land, was in unserer Leitkultur übrigens entscheidend ist. Gerade Gleichstellung ist entscheidend in unserer Leitkultur. Sie können nicht AfD wählen. Vielen Dank.